Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin vom Westallgäu bis zum Bodensee. Wo geht Ihr Kind zur Schule? Hier im Landkreis Lindau oder jenseits der Grenze in Baden-Württemberg? Da sollen ja die Chancen auf gute Noten besser sein, heißt es zumindest. Aber ist es wirklich so? Und welche Auswirkungen hat die Abwanderung vieler Schüler über die Landesgrenze hinweg für die Schulen hier in der Region? Wie stellen die sich auf? Fragen über Fragen, die wir heute in der Sendung versuchen zu klären. Es wird kräftig gewerkelt in der Mittelschule Lindau-Reutin. Hier entstehen gerade neue Arbeitsräume für Lehrer. Das Rektorat ist deshalb provisorisch im ehemaligen Musikraum untergebracht. Doch nicht nur die Räume der Reutiner Mittelschule verändern sich, mit ihnen auch das pädagogische Konzept. Für uns war ganz wichtig, dass wir das Treppenhaus, das innerhalb des Hauses war, nach draußen verlegt haben, sodass jetzt vor den Klassenzimmern keine Flure und keine Treppenhäuser mehr sind, sondern vor den Klassenzimmern sind jetzt Lernräume, wo die Schüler eben einfach aus dem Klassenzimmer rausgehen können und auch vor dem Klassenzimmer Gruppenarbeiten, Freiarbeiten, Lerntheken, Wochenpläne, was auch immer, selbstständiger arbeiten können. In der Realität sieht das Ganze so aus. Ebenfalls neu, die Klassenzimmer haben keine Türen mehr. Das symbolisiert Offenheit, stellt die Lehrer aber auch vor neue Herausforderungen und Arbeitsweisen. Vorteil des neuen Konzepts: Die Schüler sollen zum eigenverantwortlichen Arbeiten angehalten werden. Wir haben uns auf den Weg gemacht, dass wir die Schüler in drei für uns ganz wichtige Kernkompetenzen schulen und aufbauend von der 5. bis zur 9. Klasse das im Schwierigkeitsgrad von den Anforderungen her steigern. Unsere drei Kernkompetenzen sind im Wesentlichen Lesen, das Wichtigste überhaupt für unsere Kinder, sinnentnehmend Lesen aus Texten. Die zweite Kernkompetenz ist Präsentieren. Wie kann ich mich darstellen? Das geht los von der 5. Klasse vielleicht, wie mache ich ein Plakat, bis zur 7., 8. Klasse, wie präsentiere ich mit PowerPoint im Computer. Und die dritte Kernkompetenz ist Lernen. Dabei meinen wir selbsttätiges Lernen, dass ich selber mein Wissen aneignen kann, mein Wissen dann auch überprüfen kann und kontrollieren kann und so selber für meinen Lernerfolg verantwortlich werde, nicht nur der Lehrer. Die Mittelschule in Reutin, sie will attraktiver werden für die Schüler, ihnen eine noch bessere Bildung bieten und dem schlechten Image der Mittelschulen entgegenwirken. Das ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass viele Grundschüler mit Mittelschulempfehlung gar nicht dort ankommen. Wir bekommen ja am Ende der 4. Jahrgangsstufe die Schülerzahl von der Grundschule geliefert, wie viel letztendlich in der Mittelschule ankommen müssten aufgrund des Übertrittszeugnisses. Und da stellen wir doch fest, dass ungefähr so ein Viertel der Schüler, die bei uns gemeldet wären an der Mittelschule, letztendlich nicht bei uns ankommen. Die Gründe dafür sind vielfältig und mit Zahlen nicht zu belegen. Einerseits gibt es die Möglichkeit, trotz Mittelschulempfehlung Probeunterricht an einem anderen Schultyp zu machen. Andererseits entscheiden sich auch viele bayerische Schüler für Unterricht im benachbarten Baden-Württemberg. Das ist für so manchen im Landkreis Lindau näher. Es sei dort aber auch einfacher, gute Noten zu erreichen, heißt es. Zumal die Schulempfehlung im Übertrittszeugnis nur in Bayern bindend zu sein scheint. Ich denke mir, dass es das Schulsystem als solches ist. Baden-Württemberg bietet eben eine Realschule und eine Werkrealschule oft in einem Haus an. Baden-Württemberg hat auch Gemeinschaftsschulen, wo vom Gymnasium bis eben zur Werkrealschule alles in einem Haus stattfindet. Früher, vor einigen Jahren noch, war sicher noch ein ausschlaggebender Punkt, dass Baden-Württemberg im Ganztagesbereich deutlich mehr an Angeboten hatten, wie es wir in Bayern letztendlich den Eltern bieten konnten. Das Ganztagesangebot in Baden-Württemberg war auch der Grund, warum beispielsweise die Gemeinde Weißensberg seinerzeit einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde Botneck geschlossen hat. Denn anders als in Bayern wurden die Kinder in Oberschwaben schon im Jahr 2007 ganztags betreut. Heute gehen etwa gleich viele Weißensberger Schüler zur Lindauer Mittelschule wie in eine vergleichbare Schule in Baden-Württemberg. Bürgermeister Hans Kern betont, die Gemeinde nimmt keinen Einfluss darauf, wo Eltern ihre Kinder beschulen lassen wollen. Allerdings, Schüler, die über die Landesgrenze pendeln, kommen die Gemeinde insgesamt günstiger. Der Unterschied zwischen den bayerischen Schulen und jetzt den württembergischen Schulen ist der, dass die bayerischen Schulen sogenannte Gastschulbeiträge erheben,
oder einen Kostenersatz. Das heißt, der Sachaufwandsträger, die Stadt Lindau, rechnet pro Schüler den Gesamtaufwand der Schule abzüglich der Einnahmen ab. Und der liegt Richtung pro Schüler derzeit 2.000 Euro oder mehr. Und für uns mit der Übernahme der Fahrtkosten liegen wir unter 1.000 Euro. Nach Baden-Württemberg. So ist es. Ja, das ist ja selbstverständlich. Ich meine, das ist unser Schulrecht, das vorsieht, dass eine Mittelpunktgemeinde, und Lindau ist nun mal eine Mittelpunktgemeinde, die Aufgabe und auch die Ausgaben hat, die Schulen vorzuhalten. Und dann ist es ja wohl mehr recht als billig, dass auch diejenigen Gemeinden, die dann an sich mit der ganzen Aufgabe relativ wenig zu tun haben, dass die wenigstens einen vernünftigen Anteil an den Kosten tragen. Also alles andere wäre ja für mich völlig unverständlich. In Baden-Württemberg müssen Sie es offensichtlich nicht. Ist das unlauterer Wettbewerb dann? Ja, so kann man es vielleicht nennen. Bloß was die Württemberger machen, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kenne nur das bayerische System und das bayerische System ist meines Erachtens vernünftig. Ortswechsel. 6. Stunde an der Realschule in Lindenberg. Die 5. Klasse macht Experimente mit Licht. Wir sind in der Forscherklasse. Die Schüler hier haben eine Stunde mehr Physik als die anderen. Es handelt sich um eine sogenannte Einstiegsklasse. Das heißt, die Fünftklässler wählen bei der Anmeldung bereits, ob sie sich für einen speziellen Schwerpunkt entscheiden wollen. Wir versuchen, die Interessen der Schüler zu wecken für die unterschiedlichsten Richtungen. Manche haben ja Vorlieben, da versuchen wir sie mitzunehmen. Der eine forscht ganz gern, die anderen sind künstlerisch sehr interessiert, aber auch sprachlich. Und wir suchen hier den Einstieg über die Kunst auch nach Englisch zu finden. When you finish, when you have got your thread through your fish tank like this. Und zwar über diese Einstiegsklasse, Kunst bilingual, das heißt komplett auf Englisch. Spielerisch sollen die Schüler an die Sprache herangeführt werden. Sie hören die Begriffe und verbinden sie mit dem, was gezeigt wird. Lernen die Sprache also quasi, als wenn sie als Muttersprache lernen würden, so die Hoffnung. Entwickelt wurde das Konzept von der Lehrerin selbst. Aber unsere Schule besteht natürlich nicht nur aus diesen drei Eingangsklassen mit diesen, sondern aus viel, viel mehreren pädagogischen Konzepten. Dazu gehört ganz wichtig bei uns der wertschätzende Umgang miteinander, eine Kultur der Offenheit und der Transparenz, wie wir miteinander umgehen und natürlich auch ein Fordern und Fördern in verschiedensten Art und Weisen. Förderunterrichte für die, die temporär mal Schwächen haben, gibt es in fast allen Jahrgangsstufen, in allen Hauptfächern, aber eben auch die Talentförderung mit Talentworkshops, wo sie zum Beispiel über die Unendlichkeit des Primzahlenraumes informiert werden oder schwarze Sternenlöcher. Viel hat der Landkreis zuletzt in die Lindenberger Realschule gesteckt. Die Schule wurde energetisch saniert, es gab einen Neubau, derzeit entsteht eine neue Turnhalle. Dass potenzielle Schüler in Richtung Baden-Württemberg abwandern, stellt man hier nicht fest. Anders als in der Mittelschule in Lindau-Reutin. Etwa eine Klasse könnte die Schule mehr haben, würden alle Grundschüler mit Mittelschulempfehlung hierher gehen, schätzt man hier. Und das hat Folgen. Für uns ist es so, dass wir durch weniger Schüler eben weniger Lehrerstunden zugewiesen bekommen. Und wie in diesem Schuljahr auch von unserem Stammpersonal deswegen jemand versetzt wurde nach Lindenberg beispielsweise, was für uns sehr bitter war, weil wir unsere Stammlehrkräfte natürlich halten wollen. Das führt auch zu mehr Unterrichtsqualität, umso mehr Lehrer wir haben. Dass sich an der Abwanderung bayerischer Schüler nach Baden-Württemberg in absehbarer Zeit etwas ändern könnte, daran glaubt Lindas Oberbürgermeister Gerhard Ecker nicht. Zugewachsen seien mittlerweile die Strukturen. Die Stadt investiert trotzdem oder gerade deswegen weiter in ihr Bildungsangebot. Trotz hoher Ausgaben auch an anderen Stellen. Wenn Sie unseren Haushalt anschauen, haben wir die letzten Jahre sehr, sehr viel sowohl in Kinderbetreuung, Krippen, Kindergärten als auch in Schulen gesteckt, vor allem jetzt eben in Reutin im Moment. Und wir sind auch nach wie vor bereit, natürlich unsere Schulen auf gutem Niveau, auf besserem Niveau zu erhalten. Ganz im Gegenteil, es ist im Moment ja vor allem auch das Betreuungsthema ein Riesenthema. Sprich, wenn irgendwo die Schülerzahlen abnehmen, nehmen im Gegenzug die Schülerzahlen zu, wo es um Mittagsbetreuung geht, wo es um Nachmittags-, Ganztagsbetreuung geht. Also da sind wir dabei, unsere Kapazitäten sinnvoll zu nutzen, sinnvoll weiterzuentwickeln. Es wird also weiterhin kräftig gearbeitet am Bildungsangebot im Landkreis Lindau. Sowohl in baulicher als auch in pädagogischer Hinsicht. Bleibt abzuwarten, ob möglicherweise irgendwann die Abwanderung bayerischer Schüler ins benachbarte Baden-Württemberg zumindest abgeschwächt werden kann. Und bei mir ist jetzt der Lindauer Landrat Elmar Stegmann. Herr Stegmann, aus Ihrer Sicht, gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Schüler
aus dem Landkreis Lindau nach Baden-Württemberg auspendeln? Wir haben keine einzelnen Zahlen, aber es gibt natürlich einen regen Austausch zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Es gehen nicht nur Schüler von Baden-Württemberg nach Bayern, sondern auch umgekehrt bayerische Schüler in Baden-Württemberg zur Schule. Das hat eine gewisse Tradition, weil in vielen Gebieten unseres Landkreises die baden-württembergischen Schulen einfach räumlich näher liegen als die bayerischen Schulen. Und dann gab es in der Vergangenheit in Baden-Württemberg auch andere Schultypen, die es in dieser Form in Bayern bislang nicht gegeben hat. Stichwort Werkrealschule, ein sehr beliebtes Schulmodell in Baden-Württemberg. Aber Bayern hat jetzt nachgezogen. Vor einigen Jahren wurde ja die Mittelschule neu eingeführt. Und insofern glaube ich, dass diese Schulsysteme mittlerweile durchaus vergleichbar sind. Dennoch gibt es immer wieder Schulen oder immer wieder Schüler, die ins benachbarte Baden-Württemberg gehen. Wir haben gesehen, im Bereich Weißensberg ist ungefähr die Hälfte der Mittelschüler geht nach Baden-Württemberg, die andere Hälfte bleibt hier in Bayern. Was bedeutet das für Ihre Arbeit hier im Landkreis? Man muss dazu sagen, es gibt da natürlich ganz besondere Schulangebote, gerade in der Nachbarschaft in Baden-Württemberg und einem Schulzentrum in Botnick, wo viele Schultypen an einem Ort mit Nachmittagsbetreuung vorhanden sind. Und das ist nachvollziehbar, dass dann Schüler sich entscheiden, dieses Angebot anzunehmen, weil es in dieser komprimierten Form in unmittelbarer Nachbarschaft hier eben nicht gibt. Für uns bedeutet das, dass wir uns anstrengen müssen, ein attraktives Schulsystem vorzuhalten. Das gilt natürlich insbesondere für den Freistaat Bayern, weil die Städte und Gemeinden sind ja im Grunde nur für die Räumlichkeiten verantwortlich, aber was inhaltlich in den Schulen stattfindet, ist Aufgabe des Freistaats. Und ich glaube, dass der Freistaat in den letzten Jahren sehr viel getan hat im Bereich der Bildungspolitik und hier durchaus mittlerweile wieder vergleichbar ist mit den Angeboten im benachbarten Baden-Württemberg. Sie haben von den Räumlichkeiten gesprochen. Auch da ist hier im Landkreis Lindau einiges passiert. Wir haben es bei der Realschule in Lindenberg gesehen. Wie viel gibt der Landkreis für die Schulen aus? Man kann sagen, so im Durchschnitt pro Jahr 3 Millionen Euro im Vermögenshaushalt, also im investiven Bereich. Und damit machen wir auch deutlich, wie wichtig uns dieser Bildungsbereich ist. Das entspricht etwa 30% unserer Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt, die in den Bildungsbereich wandern. In manchen Jahren ist es sogar noch mehr. Und wir wollen damit einfach unterstreichen, welchen großen Stellenwert Bildung bei uns im Landkreis einnimmt. Wir haben in den vergangenen Jahren Schulräume erweitert, wie beispielsweise an der Realschule in Lindenberg. Wir haben Turnhallen saniert, wie am Bodensee-Gymnasium in Lindau, eine neue Turnhalle am Valentin-Heider-Gymnasium gebaut, haben viel Geld auch investiert, um die naturwissenschaftlichen Bereiche auszubauen an den Realschulen und an den Gymnasien, wo Physik, Chemie und Biologie-Fachräume ertüchtigt worden sind. Und so wird es auch die nächsten Jahre weitergehen. Bildung soll bei uns weiterhin Vorfahrt genießen. Und es läuft gerade eine Bewerbung als Bildungsregion. Was hat es damit auf sich? Wir wollen auch nach außen deutlich machen, wie wichtig uns die Bildung ist. Und deswegen haben wir uns für die Zertifizierung als Bildungsregion in Bayern beworben. Dahinter steckt, dass wir noch besser werden wollen, was die Übergänge anbelangt, vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule dann in die weiterführenden Schulen. Wir wollen auch, dass kein Kind zurückbleibt irgendwo, sondern wir wollen alle Kinder mitnehmen. Deswegen bieten wir auch dann an, ab der 8., 9. Klasse Mittelschule, Kinder möglichst frühzeitig auch in Ausbildungen zu vermitteln und hier die Übergänge fließend zu gestalten. Und was uns auch wichtig ist, die Bildungsangebote, die schulischen Bildungsangebote zu vernetzen mit den außerschulischen Bildungsangeboten. Hier gibt es auch ganz hervorragende Angebote im Landkreis Lindau. Aber wichtig ist es, es an die jungen Menschen heranzubringen, damit sie erkennen, welche vielfältigen Möglichkeiten es bei uns gibt. Und das Ganze soll dann eben seinen Ausfluss finden in der Zertifizierung als Bildungsregion in Bayern. Ich wünsche dafür viel Erfolg, Herr Stegmann. Bedanke mich für das Gespräch. Und das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.